Schwer zu sagen, wer hier mehr Spaß hat. Die Rugby-Spieler, die bei einer gelungenen Aktion im Wasser landen, oder die Zuschauer, die sich über den Sport und die Spritzer freuen dürfen. Denn das Besondere war, dass das Turnier im Süden Frankreichs westlich von Montpellier auf einem schwimmenden Spielfeld stattfand. In den Teams etliche ehemalige französische Nationalspieler, so wie zum Beispiel Vincent Clerc. Ich bin sehr zufrieden. Es ist das zweite Mal, dass ich mit dabei bin und alle gehen voll mit. Kinder laufen rum, bekommen Autogramme und man spielt ein paar Pässe. Es herrscht eine tolle Atmosphäre und es ist super, dass man Freunde trifft, mit denen man so viele Jahre zusammengespielt hat. Es ist echt ein guter Tag. Und vielleicht genau das Richtige für so heiße Sommertage, wie sie gerade auch in Südfrankreich zu verzeichnen sind.